Kreismusikschule ist einfach super. Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Es ist das Bassinstrument in der Saxophonfamilie und wir gehen zum nächsten Instrument. Das zweite Instrument der Saxophonfamilie, was ich jetzt so vielleicht ein bisschen cool hier hängen habe, ist das Tenorsaxophon. Das ist der Inbegriff von Filmmusik zum Beispiel auch. Ihr kennt alle den rosa-roten Panther, diese bekannte Melodie, und die spiele ich euch jetzt mal auf dem Tenorsaxophon vor. Und am meisten gespielten Saxophon, das Altsaxophon. Ihr kennt es aus dem Blasorchester, aus der Bläserklasse in der Schule oder aus dem Schulorchester oder auch aus einem Saxophonquartett. Es kann schon mit 8 Jahren gespielt werden und es ist ein sehr gutes Einsteigerinstrument. Wenn man damit beginnt, kann man irgendwann auch die anderen Saxophone sehr schnell lernen. Wir kommen jetzt zum höchsten Instrument in der Saxophonfamilie, das ist das Sopransaxophon. Es entspricht in etwa einer hohen Frauenstimme. Es ist verwandt mit der Klarinette, auch von der Größe, und es hat einen Klang wie eine Trompete, eine Oboe oder eine Klarinette oder alle drei Instrumente zusammengemischt. Es ist ein Instrument für jemanden, der vielleicht schon 3 oder 4 Jahre Saxophon spielt und dann auch das noch als Nebeninstrument dazu spielen möchte. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt oder auch Interesse an einer Probestunde habt, ruft doch bitte die Kreismusikschule an oder schreibt eine E-Mail. Mein Kollege Christoph Herche und ich werden gerne mit euch einen Probeunterricht machen.